ich bin jetzt wirklich fremd in Feldkirchen. Ich bin heute, muss ich ehrlich sagen, das erste Mal durch die Innenstadt Feldkirchen gegangen. Als ich hochgekommen bin vom Amthof, habe ich mir gedacht, wo ist dein Leerstandsproblem? Und dann geht man aber hier rechts runter, links runter, die Bahnstraße runter, die Villacherstraße, und dann denkt man, da ist ein massives Leerstandsproblem. Radio Wunder. Immer wieder gehe ich hier vorbei und ich meine, es ist so hübsch, die Fassade ist so schön und der Schriftzug und Wunder und so. Ist das möglich, dass man das nebenher, dass ihr sagt, ihr braucht dann kurzfristig immer wieder Räumlichkeiten, dass das von euch alleine geschultert wird? Oder? Wenn man an so einem Leerstand vorbeigeht und sich denkt so, oh, irgendwie ist das hier nett oder an fühlt sich an gut soll ich mich dann wenden? Wo rufe ich an? Mhm. Also eine Liste zu bekommen von der Gemeinde, wo wirklich der Raum, die Quadratmeter, der Kontakt und der Preis. Mehr braucht man ja nicht. Was können zum Beispiel hier die Kreativen wie der Verein Weltraum Kärnten mitnehmen aus der Entwicklung, die der Amthof gemacht hat? Da waren Leute, die wollten Kultur arbeiten und die Politik hat gesagt, gut, wir lassen euch oder macht das für uns und haben noch dazu diesen Amthof uns zur Verfügung gestellt. Die Verantwortlichen müssen sozusagen den Schritt machen und sagen, ja, wir wollen das. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit des sich Vernetzens, weil es gibt ja eine andere Initiative. Uns war es wichtig, die Innenstadt zu beleben, weil wir merken, dass einfach Feldkirchen auch schon diesem Donut-Effekt ein bisschen unterliegt, dass einfach die Innenstadt ausstirbt und alles rundherum passiert. Und in Feldkirchen schaut es aber so aus, dass die einen positiven Initiativen, die es gibt, das ist der Kunstraum, nicht verstanden werden und daher auch nicht unterstützt werden. Es gibt ja eigentlich kein Hotel, es gibt fast keine Gastwirtschaft. Wir haben Probleme, unsere Künstler zu bewirten, wenn die mit dem Konzert, mit der Veranstaltung fertig sind. Was es da hier geht, also ein ursächliches Problem sind schon diese Politiker. Ich möchte jetzt nicht über einen Einzelnen schimpfen, aber ich brauche nur da hinausschauen, es steht der Stadtrat Fugger steht da draußen. Der Charlie Lang, der steht auch da draußen und der Bürgermeister ist früher da vorbeigegangen, gerade vor 2 Minuten. Ja, warum stehen die alle da draußen und sitzen nicht da hier? Die Politiker sind nur ein Spiegelbild. Also, und ich glaube, wir haben die Politiker, die wir gewählt haben, und die machen diese Politik, weil wir das zulassen, dass sie es machen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Mieter auf seiner Seite hätte, weil dann braucht man im Grunde die Gemeinde nicht. Wenn man jetzt Mieter hat, die sagen, cool, ich mache da was. Nur das Problem, glaube ich, ist, dass vielen es lieber ist, dieser Raum steht leer, als da passiert etwas anderes drinnen. Etwas vielleicht ein bisschen Ungewisses. Vielleicht kommt das einmal von außen oder von der Berliner, wenn ich gerade hinüber schaue. Und dann irgendwann einmal geht's klick. Mit diesen tausenden One-Man-Shows, nenne ich sie mal, mit kleinen Start-ups und Mini-Agenturen und Fotografen und was die alle jetzt nach Berlin ziehen, die haben eine unheimliche Sogkraft. Und mit diesem Sog, dass es nämlich bei uns im Leerstand null gibt, ja, weil jedes Loch wird auf irgendeiner ploppt da was auf, denkst du so, jetzt gestern war hier noch nichts, morgen ist das und übermorgen ist wieder weg. Gerade auf diese alternativen Ökonomiemodelle, über die wir heute sprechen, haben wir ja sehr viele Zielgruppen, die das ansprechen würden. Ich meine, wir haben ja eine Fachhochschule da, da studieren 400, großteils junge Leute, sage ich jetzt einmal. Und gerade die wären ja totales Klientel für so Pop-Up-Stores. Für mich ist schön, dass jetzt der Herr Wunder noch gekommen ist. Ihr könnt ihm dann erzählen, dass ich vorher schon lobend oder mich sehr bedankt habe, dass es echt super ist, dass sie da dem so offen gegenüberstehen und sich das trauen. Weil vielleicht ist es ja was ganz was Böses, wenn es sonst niemand macht. Nein, sonst würde es ja nicht alles leer stehen die ganze Zeit. Vielleicht braucht es da einfach Mut. Ja. Frau Vieren, Herr Breschan, Frau Biller, Marie, herzlichen Dank. Ja, ich darf auch vielleicht noch zum Schluss einen Wunsch äußern. Ich wünsche mir, dass diese Initiativen wirklich jetzt auch auf fruchtbaren Boden fallen, dass die Vernetzung passt und dass vielleicht doch ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wird. Ich wünsche euch, bleibt dran, hartnäckig. Ja, vielleicht können wir jetzt noch im Austausch nacheinander noch ein bisschen noch diskutieren, darüber uns unterhalten, und wünsche allen noch einen schönen Samstag. Herzlichen Dank. Ja, auch herzlichen Dank.
Musik.